Ja, das ist klar. Das Thema ist hier.
die unzähligen Erfolge für deutsche, Europa, Weltmeisterschaften in der Vergangenheit möchte ich gar nicht näher eingehen. Das würde den Rahmen des heutigen Abends sprengen. Liebe Moni, du hast genug Können, Ausdauer und Willen bewiesen, um deine Vision von einer Olympiateilnahme Wirklichkeit werden zu lassen. Mit deiner sympathischen Ausstrahlung hast du nicht nur die Herzen unzähliger Menschen erobert. Durch dich hat unser schöner Skisport wieder mehr an Ansehen gewonnen. Doch das Schönste an alledem, dass du, liebe Moni, trotz deiner Erfolgsstimme derselbe Mensch geblieben bist. Natürlich bodenständig und heimatverbunden. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass du deinem Heimatverein Rott die Treue hältst. Wir gratulieren dir, liebe Moni, nochmals für diese grandiose Weltbestleistung und wünschen dir weiterhin viel Glück und Erfolg im privaten wie im sportlichen Bereich. Dass dieser riesige Erfolg und unser heutiger gemeinsamer Abend in schöner Erinnerung bleibt. Als kleine Anerkennung zum Verein darf ich dir ein Geschenk überreichen. Und ich darf dir auch kommen. Und zwar bekommst du von uns einen Gutschein sowie für eine Wellnessbehandlung in einem Hotel, damit du dich erholen kannst vor dem anstrengenden Tag. In der Sportpistole auf 25 Meter. Dir, liebe Moni, ein herzliches Willkommen in Rott. Lange Zeit dein Heimatort
und jetzt immer noch der Ort deines Elternhauses. Der heutige Anlass ist natürlich dein großartiger sportlicher Erfolg. Ich danke mir deshalb, dass sich alle, die zu diesem Anlass nach Rock in den Sinkelstaaten gekommen sind, ebenso herzlich willkommen heißen darf. Ein ganz besonderer Gruß deiner ganzen Familie. Ebenso herzlich begrüße ich all deine sportlichen Wegbegleiter bis hierher, wie auch den Sportfunktionär aus allen Ebenen des Schützenwesens. Ein besonderer Gruß geht unserem Herrn Landrat Thomas Eichinger, der in Rock immer herzlich willkommen ist. Grüß Gott in Rock allen anwesenden Regensburgern. Regensburg, eine wunderschöne Stadt, in der ich schon vor 40 Jahren damals als junger Soldat in Hemau stationiert, im Theatercafé als Schenkteller gejobbt habe und die ich später als Bürgermeistersprecher des Landkreises Landsberg-Lech zu Gesprächen über interkommunale Zusammenarbeit erleben durfte. Dieser Termin aber endete damals in Laurins Weinstube, sage ich einmal sehr heftig. Mein Gesprächspartner für die Regensburgerin in eurem Landratsamt war damals der Bürgermeistersprecher des Landkreises Regensburg, Herr Kollege Werner Fischer, der Bürgermeister von Bernhard. Ich werde jetzt ein bisschen darüber kommen, aber ich glaube, die meisten sind Schluss. Hallo? Nein, du musst so stehen. Sie müsste jetzt quasi in dem Takt, wo die Bilder weitergehen, erzählen. Geteilt und das war unser Schlafzimmer. Barbara und ich waren da zu zweit
Das war unser Schlafzimmer und das war mein Bettplatz. Ein wunderschöner Stoffkleiderschrank, wo 5 Gepäckstücke Gepäckplatz haben sollen. Genau, das war unser Bad, ganz interessant, weil wir dann spätestens nach 1,5 Wochen in jedem Apartment ein Rohrbruch gehabt haben und uns hat es irgendwann mal auch erwischt. Das war der Block, also sozusagen unser deutsches Haus im Olympischen Dorf und alle deutschen Athleten waren in diesem Haus untergebracht. Und von diesen Häusern hat es ungefähr 34 Stück gegeben und quasi jedes Haus war von einer anderen Nation bewohnt. Genau, das waren wir 6 Mädels, wir haben uns quasi das Zimmer geteilt, 3 Gewehrschützen, 2 Wurfscheibenschützen und ich. Und ich war zusammen mit der Barbara im Zimmer und das hat wirklich ganz gut gepasst. Genau, das ist ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo aufhängt. Ja, genau, da hinten hängt. Kann gerne mal jeder einen Blick drauf werfen. Ganz wichtig, das haben wir uns gleich am ersten Tag aufgehängt, unsere Infotafel. Und zwar sieht man da quasi unseren Zeitplan, wann die anderen Sportler so starten, wann es irgendwelche wichtigen Entscheidungen gibt. Dann ein Motivationsbild, dass wir unseren Schießstand finden. Und ganz wichtig, das alles, was mit Rot ist, das war unsere Kleiderordnung. Damit, die kann man nicht auswendig lernen, sondern wir haben da einfach wieder drauf geschaut. Und das war im Nachhinein total einfach, weil man nie überlegen muss, was ziehe ich denn heute an, sondern es war alles vorgegeben. Eröffnungsfeier, ziehe ich das an. Training, ziehe ich das an. Was weiß ich, Wettkampf, ziehe ich das an. Wenn ich ins deutsche Haus will, muss ich das andere anziehen. Also das kann sich gerne jeder mal anschauen. War für uns ganz wichtig. Das war so unser Ausblick von unserem Balkon aus, der größer war wie unser Wohnzimmer. Genau, das war die Mensa. Riesengroß. Groß. Das war irgendwann mal am Vormittag, wo im Endeffekt gar nichts los war. Die Mensa hat 24 Stunden geöffnet gehabt und es gab eigentlich zum Frühstück schon Reis und Eis und das gleiche gab es natürlich am Abend auch. So, Kraftraum, beziehungsweise machen wir das nächste Bild, Krafthalle. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, brutal. Und den Tag, das war auch in der Früh, war die ja ganz leer, aber wenn man zu Stoßzeiten gegangen ist, dann hat man die Geräte anstehen müssen und es war wirklich, wirklich toll, wenn man sieht, wie alle schwitzen und sich da auspowern und trainieren, das ist ganz super. Dann unser Kleiderschrank gefüllt. Die wichtigsten Sachen haben wir eingeräumt und den Rest haben wir in der Tasche lassen und so haben wir uns da quasi durchkaut, die 2 Wochen. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilder vom Schießstand. Also das war jetzt die Finalhalle im leeren Zustand und ganz schön war es, dass wirklich zu den Wettkämpfen die Halle ausverkauft war und meistens war sie auch voll oder gut gefüllt. Vor die Wettkämpfe gab es dann ein paar Gespräche mit der Presse, das war zum Beispiel der Eik, der dann später auch meinen Wettkampf moderiert hat von der ARD. Und der andere Herr ist von der ZDF und haben wir eben vorher ein paar Gespräche geführt, dass die uns kennenlernen, dass die dann was zum Erzählen. Genau, das war der Sportpistolenstand, 25 Meter, wirklich super Anlage und ganz, ganz schön. Luftpistolenstand, 10 Meter, auch wunderbar. Und das war nur der 50 Meter Stand. So, dann ist der Thomas irgendwann mal angereist, am 4., dann habe ich ihn natürlich besucht, er war direkt an der Copacabana, ein ganz schönes Hotel und das war seine... Man merkt mit dem richtigen T-Shirt. Genau, das war seine Suite, zeigen wir das nächste Bild auch noch. Schnäppchen für 1500 Euro die Woche. Dann haben wir uns erstmal einen schönen Tag am Strand gemacht, genau. Haben wir einfach mal einen Strandbesuch gemacht, es war wirklich sehr, sehr schön. Und man kann da überall baden, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass die halt keinen Kanal haben, sondern. So, das Highlight: jeder träumt davon, wie ist wohl der Einmarsch. Viel wurde auch diskutiert, ob man da teilnimmt oder nicht. Für mich war das nie eine Frage, ich will da teilnehmen, wenn ich bei Olympia bin, dann will ich da dabei sein. Und also überwältigend. Der Matthias, ja genau. Der wichtigste Mann, unser Physio, ist in der Mitte, der hat mit einmarschieren dürfen und natürlich war das auch für ihn was ganz Tolles. Also das war jetzt im Prinzip unsere ganze Truppe, die vom Bereich Schießen bei der Eröffnungsfeier dabei war.
Und unser Fahnenträger, Timo Boll, mit dem musste ich natürlich auch mal eine Gruppe machen. Genau. Also wirklich ganz ein schöner Moment. Und ganz kurz will ich erzählen, die Eröffnungsfeier wirklich überragend. Und es gab aber die Möglichkeit, dass man die vorzeitig hat verlassen können. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin ungefähr bis um 10:30 geblieben, bin dann aus dem Stadion raus. Und dann ging er immer, wenn der Bus voll war, ist der zurück ins Dorf gefahren. Ich war, wie gesagt, die Amerikaner zum Beispiel sind einmarschiert und sind sofort wieder ausmarschiert. Ich bin bis um 10:30, ja, jetzt so schnell. Genau, ich bin ungefähr bis um 10:30 geblieben, bin dann zurück ins Dorf gefahren, war dann um 11:30 da, hab dann im Fernsehen angeschaut, wie der Bach lebt, hab gesehen, wie das Feuer eröffnet wird, und hab mir das Feuerwerk im Fernsehen angeschaut und war dann ganz brav um 10:30 im Bett liegen und konnte dann am nächsten Tag wunderbar trainieren. Genau, dann ging es los mit Luftpistole. Vorbereitung mal anders, das war nämlich im Freien, das erlebt man sonst nicht so. Also unsere Luftpistolenvorbereitung, und das war dann beim Luftpistolenwettkampf. Mir hat es gut gefallen, es war ein guter Wettkampf, leider zu wenig Ringe, und trotzdem war es wirklich gut und ich habe mich gut gefühlt und es war ein guter Auftakt für die Sportpistole. Ja, trotzdem ein bisschen traurig halt, dass es von den Ringen her nicht so gut war, und da war ich ganz froh, dass ich meine zwei eigentlich immer dabei gehabt habe mit meinem Amulett. Und das ist direkt nach dem Wettkampf aufgenommen worden, das Bild. Genau, dann ging es weiter, Sportpistole, wir hatten dann nur einen Tag Training. Und dann ging es los in die Wettkämpfe, das war glaube ich beim Präzisionswettkampf. Genau, wir haben ganz super Bedingungen gehabt. Mit 289 habe ich vorgelegt. Das ist für mich eine Leistung, die okay ist, obwohl ich im Training vielleicht ein bisschen besser war. Manche haben schon hohen Blutdruck gekriegt, weil ich bloß 15. war nach der Präzision. Aber für mich war das alles in Ordnung, weil ich genau weiß, dass ich ganz gut Duell schießen kann. Und dann kam gleich ein paar Stunden später dann das Duell. Sehr, sehr aufregend. Ich habe das noch nie geschafft. Ich habe 7x49 Ringe geschossen. Also wirklich noch nie habe ich das gehabt. Also immer ein Neuner dabei, also 150er, aber halt 294 Ringe. Wunderbar. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das ist schade, dass es das nicht in Bilder gibt, weil da habe ich mal kurz hyperventiliert, weil ich da echt heilfroh war, dass ich einfach ja, gut geschossen habe. 583, wirklich gut. Ja, dann muss man nur. Ganz kurz will ich noch was erzählen. Dann musste man nur ungefähr 1,5 Stunden warten, bis der zweite Durchgang durch war. Also nach meinem Durchgang war ich zweite, aber so nach der Hochrechnung 7. Und dann der Thomas und ich haben uns dann so ein bisschen zurückgezogen und haben uns dann unterhalten. Und also wir haben jetzt mal so getan, als würde ich ins Finale kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt schon gut und ich bin jetzt schon ein bisschen nervös. Und wenn es jetzt langt, und er sitzt neben mir wie die Ruhe selbst. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und nachher hat er mir gesagt, dass er sich beinahe in Dosen geschissen hat. Ja, also 1,5 Stunden warten und dann irgendwann mal auf das Tableau geschaut. Also super, 4. Platz nach dem Vorkampf, auf geht's zum Finale. Und das ist dann schon eine Kunst. Für mich war es das Ziel, ins Finale zu kommen und ich habe wirklich nur an das gedacht und dieses Ziel versucht zu verfolgen. Und dann freut man sich natürlich erst einmal, dass das soweit ist. Und dann muss man natürlich die Kurve kriegen, dass man sich jetzt nicht mehr freut, sondern dass man halt wieder weiterarbeitet und dann ging es los zum Finale. Da war die Finale nur leer. Genau, dann mit einem kurzen Zwischenstopp mit einem kleinen Waffendefekt, was sehr dramatisch war und ich ganz stolz bin, dass ich mit meiner Ersatzwaffe mich da so toll zurückkämpft habe. Ich habe es auch, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, nie auf diesen Bildschirm zu schauen. Ich habe dann erst nach der fünften, stimmt nicht ganz, nach der ersten Serie nicht drauf geschaut, da habe ich nur 2 Treffer gehabt und dachte, super, ich bin der Letzte. Und dann dranbleiben und dann wirklich, ich habe es echt gut gemacht. Dann habe ich nach der 15. drauf geschaut und habe gesehen, dass ich Zweite bin und dann dachte ich, Wahnsinn, super. Und ich habe mich so gefreut und wenn ich es mir hätte wünschen können, dann hätte ich es mir genau so gewünscht, also dass ich halt in dem Moment schon Silber habe. Gut, dann ging es halt weiter, also man darf sich dann kurz freuen und dann ging es quasi in dieses Gold-Medal-Match gegen die Anna, was auch ganz entspannt war, weil wir uns dann hinten in diesem Bereich haben ein bisschen rumgescherzt und sie gelacht und uns dann letztendlich wieder vorbereitet auf das Gold-Medal-Match und eigentlich waren wir beide schon ganz glücklich, dass wir Silber haben und dann ging es halt sportlich drum, wer jetzt wohl die Goldene holt. Und ja, also ganz dramatisch, das schauen wir uns dann auch gleich noch an.
ich habe es dann vorgestern mir das Video mal nochmal angeschaut. Das ist echt enorm für mich. Ich habe das ganz anders empfunden, wie es dann letztendlich war. Und also natürlich war ich sau nervös. Und auch da ist es halt die Kunst, die Kurve zu kriegen, dass man sich halt nicht um Silber freut, sondern halt, dass man um Gold kämpft. Und letztendlich war es so, dass ich 6:0 hinten gegen bin, was echt saudumm war, weil ich habe vorher 2,50er Serien geschossen, aber halt leider nur 5 Treffer. Und habe ich mir nur gedacht, ich kann mich da jetzt so abwatschen lassen. Und man hat gesagt, auf geht's. Und ja, also es war super, für mich hat es richtig gefallen, dass ich mich da reinbissen habe und dass ich halt 6-6 aufgeholt habe. Der Moderator war dann so nett und hat das nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die nächste Serie gewinnt. Der ist dann Olympiasieger. Das bringt halt nur gering viel durcheinander und vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus. Aber also ich habe es probiert und ich habe es mir jetzt im Nachhinein angeschaut. Also wenn sie ja nochmal einen daneben gesammelt hätte, dann hätte ich ja nochmal dürfen. Gell? Aber gut. Ja, dann war es soweit. Sieger Erdo, ganz toll. Auch super lustig, weil wir haben, ich habe sie heute nicht an, aber wir haben Schuhe gekriegt, da durfte man dann andere Schuhbänder einfügen. Also wenn man Gold hat, goldene, silberne oder rostige. Und dann hat es geheißen, zack, zack, das sind jetzt schnell gegen Presse und so weiter, die wollen die einen Sieger herummachen, weil ich sage, stopp, ich brauche andere Schuhbänder. Also wir waren auch die einzige Nation, die sich umzogen haben, also wir haben eine Podiumsklamotte gehabt sozusagen. Ja, und es ist wirklich ganz schön, also man steigt auf dieses Podium und mir ging es so, es ist wie so ein Film runterkommen, was alles so passiert ist, was Dramatisches passiert ist, was einem für Steine in den Weg gelegt worden sind, Leute, die einem geholfen haben und also ein ganz schöner Moment. Also ich kann es jetzt schon gar nicht mal so nachvollziehen, wie es sich in dem Moment angefühlt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, Thomas war hin und weg. Also ganz schön. Und ja, auf dem Bild will ich vielleicht nochmal sagen, vorher ist natürlich schon auch gleich wieder diskutiert worden. Da war aber ja 4. Platz und dann kam ja erst einmal nichts und auch von deutscher Seite kam sonst nichts. Und dann war mein Tag, der erste Tag, wo es Medaillen gegeben hat und man hat richtig gemerkt, wie dieser Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Und alle, also es waren auch so viele dabei aus der Mannschaft, die sich so gefreut haben. Und man hat richtig gemerkt, alle sind leicht und jetzt haben wir es geschafft und wenn jetzt nichts mehr kommt, ist auch nicht schlimm und wenn was kommt, dann ist super. Und so ähnlich, wie es vielleicht auch schon jemand gesagt hat, also es war quasi möglich, es ist möglich, eine Medaille zu holen. Das habe ich quasi mit in unser Apartment gebracht und mit in unser Haus gebracht und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz schön, also diese Lockerheit dann im Team. Ja. Dann haben sie mich erst einmal ganz schön durchgereicht, was die Presse und so angeht. Also ich muss sagen, es hat mir auch viel Spaß gemacht, weil man natürlich selten so viel Aufmerksamkeit kriegt. Und Thomas war da Gott sei Dank immer ein bisschen dabei, sonst hätten wir uns da gar nicht mehr gesehen. Und ja, auf jeden Fall, jetzt kommen noch ein paar so einzelne Bilder vom Dorf und genau, ich glaube, dann haben wir es auch schon. Genau, aber wo ich heimkomme, bin ich natürlich auf die Kinder am meisten gefreut, ganz ehrlich. Und ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, dann wäre ich natürlich bis zum Schluss geblieben, weil das sind jetzt bestimmt auch noch ein paar coole Partys, die da jetzt starten.